Ja, also ich glaube, dass im Viertelfinale sind ja nur noch europäische Top-Mannschaften vertreten. Ich sag mal, wir haben Vereinsgeschichte geschrieben, indem wir ins Viertelfinale eingezogen sind. Von daher, ja, sind wir, sag ich mal, mit dem Ergebnis, was bisher in der Champions League war, wirklich sehr zufrieden. Wir haben von 8 Spielen 6 für uns entschieden, 6 Mal gewonnen. Von daher, glaube ich, war das nicht ganz so zu erwarten. Da sind wir sehr, sehr zufrieden mit. Und jetzt kommt natürlich mit Real Madrid ein Gegner, der vielleicht ja im ersten Augenblick übermächtig erscheint, vielleicht auch, wenn man die Spieler so vergleicht, übermächtig ist. Aber ich glaube, es gab in der Vergangenheit auch des Öfteren hier und da mal im Fußball den Fall, dass einfach ein Top-Favorit rausgeschmissen wurde. Wieso sollte uns das nicht gelingen? Aber wir wissen natürlich auch um die ja wirklich großen Stärken von Real Madrid und das wissen wir auch einzuschätzen. Ich glaube, dass wir in diesem Spiel ja mit großer Begeisterung, mit großer Freude in die beiden Spiele rangehen können, weil wir auch, ja, wie man so schön sagt, nichts zu verlieren haben. Wir können in diesem Spiel nur gewinnen. Von daher freuen wir uns riesig auf das Erlebnis, sich mit solch einer Mannschaft, mit solchen Spielern messen zu dürfen. Und ja, ich glaube, das überwiegt.